Hi und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe der Founders Lessons Learned Videoserie, heute mit Caroline Steingruber von Three Bears. Bevor wir zu dir kommen, kurz nochmal wieder das Format erklärt. Eine Minute, wo ich was erzählen darf, eine Minute, wo Caro was zu sich, zu ihrem Produkt sagt. 5 Minuten mit den größten Learnings, die du in den letzten Jahren bei deiner Gründung erlebt hast und 2 Minuten noch für deinen größten Wow-Moment. Bleibt uns noch eine Minute Puffer, alles unter 10 Minuten. Ja, ich würde sagen, Caro, los geht's. Erzähl doch mal ganz kurz, was ihr macht. Okay, also ich bin Caroline. Ja, danke, dass ich da sein darf. Gerne. Für die Ausgabe. Wir machen 100% natürliches Porridge. Ja. Ja, Porridge ist ja die Hafermahlzeit aus England. Kennt man jetzt mittlerweile auch immer mehr und mehr in Deutschland. Mhm. Viele haben es ausprobiert, viele haben es nicht hinbekommen. Wir machen es genau richtig. Mit super viel Frucht. Das ist nur die Süße aus der Frucht, ohne Zuckerzusatz. Mhm. Und machen das jetzt seit ungefähr 2 Jahren. Mhm. Überall im Handel könnt ihr uns schon bekommen und auf threebears.de. Das ist so das, was wir machen. Eine Story, die habe ich, glaube ich, von eurer Anfangszeit erfahren, ja, dass ihr sämtliche Äpfel probiert habt aus der Gegend, die es irgendwie auf dem Markt gab und sich dein Mann, glaube ich, irgendwann beschwert hat und meinte, er kann keine Äpfel mehr sehen. Richtig? Genau so war es. Also vor allem getrocknete Äpfel und nicht mal frische. Ja. Ja, sondern 12 verschiedene Apfelchips getrocknet und der kam immer, Fernbeziehung mit London, Deutschland und immer, wenn er da war, musste wieder Apfelchips probieren. Ich kann den zimtigen Apfel, unseren Bestseller, nicht mehr essen. Deswegen auch, aber gut. Na, es gibt ja noch andere Sorten. Jetzt 5 Minuten für deine größten Learnings. Okay, also die eine Sache, die ich wirklich jedem Gründer ans Herz geben würde, so, ja, ist wirklich die Sache, man muss schon alles irgendwo verstehen. Mhm. Also am Anfang denkt man so, boah, es ist so viel und die Buchhaltung und dies und jenes und will alles outsourcen irgendwo, kann man sich auch nicht leisten. Und ich würde mal sagen, macht am Anfang so viel wie möglich selbst. Schießt die Bilder selbst, macht klar auch Experten dazuziehen und viel Netzwerken unterhalten, aber sobald du irgendwas abgibst, was du nicht ganz verstanden hast, dann passieren Fehler, weil du dir denkst, oh, ups, warum ist das eigentlich passiert? Also echt immer so ein bisschen auch, du musst schon alles verstehen als Gründer irgendwo, bis zum gewissen Grad. Um dann das auch erklären zu können und zu wissen, wie es funktioniert oder auf was man achten muss. Und wir haben da schon manchmal so ein paar Fehler gemacht und gedacht, ah ja gut, das ist jetzt in guten Händen oder muss ich jetzt gar nicht so im Detail verstehen. Mhm. Also ich bin jetzt nicht unbedingt so technikaffin, aber ich verstehe unsere Website schon sehr, sehr gut mittlerweile. Mhm. Weil wenn du ein Online-Business hast und das macht, weißt du, einen großen Anteil deines Umsatzes aus, dann musst du es irgendwo verstehen. Also das ist ja auch das Spannende. Das ist so ein absolutes Learning für mich. Also kannst dich selbst coden, aber kannst auf jeden Fall den Code ungefähr verstehen. Genau, ich weiß, was Programmiersprache ist. Okay. So, ne, bisschen SQL und so. Naja, und das andere ist trotzdem irgendwo, sich nie mit irgendwas zurechtzugeben oder so zu sagen, okay, dann machen wir es halt jetzt so, bevor es nicht perfekt ist. Also bei uns ist das auch so ein Prinzip mittlerweile, genau richtig, ja, ist auch unser Claim. Aber unsere Sorten, das Produkt, das musste alles passen und 100% stimmen, weil sobald du bei irgendwas denkst, ist jetzt nicht ideal, aber lass mal machen. Mhm. Der Kunde wird sofort die Sachen, wo du dir nicht sicher warst oder wo das Bauchgefühl nicht okay war, finden. Mhm. Und wir haben halt auch so ein Produkt, was jetzt so greifbar ist und direkt am Markt. Mhm. Da finden die alles. Also das heißt, mach die Rezepturen richtig gut, mach alles richtig gut, mach den Online-Shop gut. Mhm. Der muss funktionsfähig sein. Also nicht so ein bisschen mediocre, sondern echt so richtig gut. Mhm. Genau. Das war noch so ein Learning. Muss ich überlegen, ich bin noch super gut in der Zeit, ne? Mehr ist gut, 3 Minuten. Okay, mehr Learnings. Ein wichtiges Learning auch für uns, das ist jetzt eher in der späteren Phase, so würde ich sagen, ist wirklich, dass People halt unglaublich wichtig ist. Also das merken wir jetzt. Ich meine, klar, ich habe mit meinem Freund gegründet, ja. Mhm. Das ist natürlich auch Risiko, viele sagen, oh Gott, aber die Skills, die wir beide haben, und das sehe ich als unser Key Asset auch irgendwo, ist, wir ergänzen uns halt super gut, ja. Also ich bin Sales Marketing, er macht hier Business Improvement, Prozesse, wir reden uns dann nie rein, wir haben beide sehr, sehr starke Meinungen, ja. Aber die richtigen Leute mit den richtigen Skills, die wirklich was machen wollen, sind sehr, sehr wichtig. Mhm. Und das ist uns jetzt auch schon in unserem 2. Jahr super wichtig, dass wir auch so Leadership Skills jetzt wirklich, also wir machen jetzt auch ein Coaching und so, weil du merkst, das Team, jeder Einzelne, aber jeder zusammen auch, wenn du das irgendwie vernachlässigst, das merken wir jetzt schon, wo wir so jung sind, das sind so viele Leute mit so vielen individuellen Karriereplänen und Träumen und sie wollen wissen, wo geht die Reise hin. Und das ist bei uns was, wo wir jetzt schon merken, hey, das ist auf jeden Fall auch
So ein Learning, das darf man nicht vernachlässigen. Und muss ich auch durchaus mal selbst Hilfe von außen holen. Absolut. Die einem da weiterhilft. Ja, ja, also ich meine, wir managen jetzt auch schon 10 Leute. Mhm. Ja. Und vor einem Jahr waren es der Tim und ich irgendwie in einem kleinen Büro. Und jetzt ist halt dieses Wachstum, muss man natürlich gucken, okay, was braucht das Business jetzt so? Ne? Aber die 10 Leute wundern mich jetzt, weil ich hätte jetzt deutlich mehr erwartet für das, wo ihr überall vertreten seid. Ja, also wir haben halt auch die Sachen, das ist auch so ein Learning. Mhm. Ja, das, was du, obwohl ich vorhin gesagt habe, du musst das alles verstehen, musst du auch dort outsourcen, wo du merkst, hey, ne, bin jetzt nicht ich. Und wir haben super gute Freelancer, also Fotografie, Design, Produktion haben wir natürlich auch rausgegeben an die Experten, obwohl wir die Rezepte alle selbst machen. Okay. Aber wir stellen auch gerade noch wie verrückt ein. Mhm. Also Vertrieb, Marketing, das ist so der Fokus für dieses Jahr. Und das ist, das ist also auf jeden Fall auch noch so ein Learning, würde ich sagen. Okay. Genau. Wir haben noch eine Minute. Mensch, eine Minute, noch ein Key Learning, das muss ich überlegen. Machen. Also vielleicht ist das noch so ein Learning, weil ich meine, Tim und ich, es gibt ja auch viele Gründer, so jetzt wie du auch eher, die direkt nach dem Abi gründen oder direkt nach dem Studium oder so, ja, und dann, keine Ahnung was, wir waren ja beide schon länger in der Arbeit, da ist es unglaublich schwierig, auch aufzugeben, ja, und du bist ja auch schon so ein bisschen durch diese Prozesse geprägt und dann denkst du, boah, nee, schwierig und so, und wir hätten, glaube ich, uns noch schneller den Ruck geben müssen, also für uns ist die Zeit jetzt echt richtig, richtig gut, weil wir haben ein Produkt, das nah am Markt ist, auch entwickelt. Aber einfach mal machen, irgendwann. Du wirst nie alles an alles gedacht haben. Danke dir. Noch 2 Minuten für den größten Wow-Moment. Der größte Wow-Moment sind wahrscheinlich wirklich 2. Mhm. Ja? Also, weil, ja gut, vielleicht haben es manche gesehen, wir waren in der Höhle der Löwen. Mhm. Ja, das war natürlich ein Wow-Moment. Und ich glaube, ich war auch noch nie so aufgeregt in meinem Leben wie dort. Ja. Mhm. Vor allem, wir hatten die Schwierigkeit, der Tim ist Engländer und der spricht nicht fließend Deutsch. Mhm. Ja. Und wir wurden sehr, sehr kurzfristig genommen. Ja. Das heißt, wir hatten halt echt nur eine Woche Vorbereitung und so, hatten nicht damit gerechnet. Mhm. Und dann war es halt so, okay, Mist, ja, machen wir das Deutsch, jetzt? Ja. Ja. Hier so, okay, ich habe ja, er hat keine Chance bei der Q&A irgendwie mitzumachen. Mhm. Ja, er muss seinen Pitch auswendig lernen. Und wenn es schief geht, dann könnte es für die Beziehung schon auch ein bisschen scheiße sein. Ja? Nicht nur für die Firma. Deswegen war echt, also das war schon krass. Mhm. Und dass es dann geklappt hat und dann gleich mit 2. Und das war schon, so ein Wow-Moment. Judith Williams. Ja, genau. Die beiden haben investiert und mit denen arbeiten wir jetzt seitdem eng zusammen. Mm-hmm. Also die haben ja auch Teams um sich rum und so und da haben sie auch wieder Experten für Einzelhandel bis keine Ahnung was. Also das ist schon gut. Mm-hmm. Und das war so ein Moment, dass du da stehst und das ging ja sehr, sehr schnell für uns. Mm-hmm. Ja. Wir waren da ja irgendwie, ich glaube, noch nicht mal, wir hatten im Mai 2016 gelauncht und dann waren wir dort vor der Kamera letzten März. Also das ging schon sehr schnell. Wahnsinn. Der zweite? Ja. Zweiter war im Moment, ganz schnell, ich habe da mir auch so überlegen müssen, aber das erste Mal, als wir unser Porridge in dem Supermarkt selbst gekauft haben. Also das war für mich so, das konnte ich irgendwie gar nicht glauben, weil du ziehst was über die Kasse und dann steht auf dem Kassenbon Three Bears Porridge, 4,95 und ich wollte irgendwie am liebsten schreien und sagen, hey, das ist hier unser Produkt übrigens. Und der Kassierer erzählt, aber habe ich nicht und ja. Bin dann nach draußen gegangen, habe gedacht, okay, ist schon irgendwie ganz, ganz cool. Mhm. Perfekt in der Zeit, Wahnsinn. Caro, vielen Dank für deine spannenden Insights. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Kommentiert gerne, wenn ihr Fragen an Caro habt, wenn ihr Tipps habt, wie es euch gefallen hat, was auch immer. Ich freue mich immer sehr über Kommentare, über Feedback. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, es ist gut. Tschüss.